leuchten beide rot, wenn man sie ausgewählt hat. Nee, ich weiß jetzt tatsächlich nicht so wirklich, was das Element ist. Das muss man, glaube ich, dann auch so wissen. Da muss man sich das angucken im Menü und wissen, was die Waffe kann. Da ist nirgendwo so ein Symbol Dunkelenergie oder... Weil unser, das hier war ja Dunkelenergie. Ah, warte mal. Ah, nee, es leuchtet alles so violett. Ja, vielleicht sind ja auch beide dunkel. Wir gucken mal kurz im Menü. Aha, Alvador. Fähigkeiten E. Ah, okay. Ah. Fähigkeitsstärke E. Also das hat sich schon verbessert, ne? Okay. Aber wo steht denn jetzt, wo kann ich denn Aktionsanzeige? Nee. Ich sehe ja gar nichts über das Schwert. Welche Klasse das jetzt hat. Hm. Sehe ich das hier vielleicht? Nee, auch nicht, ne? Kann's nirgends so richtig wahrnehmen. Oder ist das doch hier irgendwo dann mit drin? Nee, ne? Keine Ahnung. Das bleibt auch noch erstmal ein Mysterium. Vielleicht habe ich auch gerade beim Schwert geguckt, dass es überhaupt nichts hat in dieser Richtung. Was ist denn das hier? Ist der giftig oder was? Jetzt nicht mehr. Ah! Okay. Kann man sich täuschen, ne? Es steht hier voll scheiße. Der hat jetzt zum Beispiel Waffenschwäche. Was man natürlich machen kann. Der hat auch Waffenschwäche. Warte, ich probiere mal diese Waffe. Ja, dann sind die gleich anscheinend. Dann sind das beide so dunkle Waffen. Vielleicht ist es deswegen... Weil die war ja auch dunkel, ne? Die war ja gegen Heilige gut, oder was? Umgekehrt, diese zweite Waffe. Und anscheinend haben beide das gleiche Element, weil nämlich Waffenschwäche bei dem Gegner aufgeploppt ist, egal mit welcher Waffe ich drauf gehauen habe. Alter, diese Gargoyles sind gerade aber beschlucken, ne? Was ist das? Ich habe da hinten noch eine Blume gesehen, irgendwo. Da müssen wir eh in die Richtung, ne, nicht ganz, wir müssen eigentlich hier lang, aber da hinten sind noch Blumen. Es ist noch eine Blume, so. Mein Freund, sage mir, konntest du dich schon mit Amelia treffen? Hast du ihr schon sagen können, was du für sie empfindest? Es tut mir leid, dass ich am Ende für nicht für dich da sein konnte. Okay. Oh je, da geht's tief runter. Wo sind wir gelandet? Wo sind wir gelandet? Hier. Begib dich in die Tiefen. Oh, da kriegen wir nochmal was. Grabesrand, eine Schriftrolle für die göttliche Kunst Grabesrand. Okay, das hört sich auch nicht schlecht an. Also Magie haben wir schon relativ viel gefunden. Haben jetzt 4 Magieteile gefunden, ne? Böse. Aber guck mal, der Heiltrank ist nicht auf 7 gekappt, ne? Nur die Magie. Wahrscheinlich könntest du mit der Magie halt, ja, ganz enorm dich da ständig boosten. Da haben sie die Heilung nicht auf 7 gekappt und weil du kriegst ja 14 Slots quasi voll gemacht und dann könntest du ja auch immer deine mächtigsten Zauber machen und das wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Das haben sie vielleicht aus Balancing-Gründen dann ein bisschen begrenzt. Das kann sein. Oh, wir können unsere Waffe immer noch nicht verbessern. Okay. Wir könnten aber auch Fertigkeiten kaufen, ne? Aber ich probiere es mal noch erstmal so, bis ich so ein bisschen Einblick habe, dass ich vielleicht weiß, was uns auch wichtig ist. Oder was mir wichtig ist.
Elixier groß. Oh je, yeah. Jetzt kommt ein Boss. Wenn man... Großes Elixier. Für, ja. 100 pro. Ist das ein Jöten? Ist das der Dunkeljöten? Nagelfahr, was auch immer das ist. Alter. Das ist irgend so ein Insektenwesen wahrscheinlich, ne? Yes! Alter. Wo hat er seine Schwachstelle? Ich finde sie nicht. Da. Ah ja, gut, okay, am Kopf. Das ist jetzt... Seh nix. Ah, da muss ich springen danach. Nach dem Ausweichen springen. Ich müsste eigentlich eher mal nach unten zielen, dass ich ihn treffen kann auch. Ja, mit seinen 1000 Armen. Alter, was hat denn der alles für Moves drauf? Kann ich nach unten zielen? Nee, geht nicht. Dann gehen wir doch auf den Kopf. Oh. Ja, oder aber auch nicht. Ich mach mal den Grabesrand. Oh, was war das hier? Gegen was ist der hier anfällig? Gegen Blitz, ne? Oder? Ne, das ist nicht Blitz. Das ist dieses Grabesrand. Oh, ich heile mich mal. Ja, genau. Gegen das ist er anfällig. Genau. Ah, er macht noch einen Move, Alter, ey. Heilen wir uns mal nochmal. Mist. Griffattacke. Ich hasse es. So, jetzt haben wir mal die elementare Schwäche ausgenutzt. Wir konnten ihm mal ordentlichen Schaden machen. Aber ich heile mich nochmal. Und wir machen uns auch hier nochmal Magie drauf. Wenn die Immunität vorbei ist, könnten wir dann nämlich direkt nochmal ihn angreifen mit Magie. Alter. Diesen Moves auszuweichen, jetzt nämlich. Ah! Hab ich ihn? Kehre zurück, woher du gekommen bist, du verirrte Seele. Das war gar nicht so ohne, ey. Also dafür braucht man schon Materialien. Aber es hat geklappt. Das ist die Hauptsache. Speak. Who or what are you? I am... My name is Egon. How is it that you became a Nagelfar? Nagelfar? My apologies. I have no idea what just happened here. Your soul attracted the souls of the undead. They distorted you and created a monster. My soul? Who are you, exactly? I am a Valkyrie. Odin has commanded me to purify the souls of the undead. A Valkyrie?
like the goddesses of fate. I've heard of you in the old tales. It is said that you guide the souls of chosen warriors to Asgard. Which would mean... I'm dead. I'm sorry you went through all that trouble for me. I have seen that soul somewhere before. No matter. I must inform Odin of this at once. Also, wir müssen Odin in Kenntnis setzen. Wir haben Kapitel 1 abgeschlossen. Läutere die Seele. Und jetzt kriegen wir noch eine dicke Schatztruhe hier. Da gucken wir doch mal. Ah, da ist, ja, genau, das war die Missionsbelohnung. Eine schlanke und unglaublich schnelle Klinge. Jeder Schlag verursacht nur wenig Schaden, doch kann sie durch die schiere Zahl der Angriffe einen Gegner schnell überwältigen. Das ist so ein Degen, ne? Können wir natürlich mal gucken. Gegenstände. Ja. Aber man sieht jetzt, hier ist Fähigkeitsstufe D dann auch schon. Das hat sich auch schon nochmal verbessert. Das ist natürlich cool. Ich glaube, dann kriegt man mehr Aktionen oder so dabei, ne? So irgendwie war das doch. Aber man kann, es gibt hier schon wieder nichts, wo man irgendwie was finden kann. Was jetzt der Unterschied ist. Ne? Wenn ich mal auf Ausrüsten gehe, vielleicht haben die auch einfach keine Elemente, diese Waffen. Ja, hier haben wir 4 von 10 Sternen, hier haben wir 1 von 10 Sternen. Der macht ja fast keinen Damage. Ne? Wie gesagt, da geht es um die Geschwindigkeit. So, auch die gleiche Hintergrundfarbe, alles selbst, ne? Alles dasselbe. Keine Ahnung, woran man das festmachen kann. Ja, cool. So, dann gehen wir doch mal gucken, unsere Mission Abschluss. Eventuell. Möchtest du nach Valhalla zurückkehren? Ja. Valkyrie Seelenherrscherin. Yay. So, wie gesagt, Zeit. Ach, unverwendete Gegenstände geben Mali, okay. Schaden groß, ja, den Schaden, den wir genommen haben. Und Tote. Ja. Oder göttliche Künstezähler, mal 37. Ein Herie beschworen, 0. Technische Verteidigung, 6. Getötet, 131. Maximale Kombos, 52. Okay. Ah, also göttliche Künste, wenn wir die verwenden, gibt's auch Pluspunkte. Wir haben einen A-Rang bekommen. Oh, das ist auch schon mal nicht schlecht für den Anfang, oder? Na gut, wir haben immensen Schaden bekommen. Schaden groß, minus 3000 Punkte, ne? Gegenstände 6, minus 600. Ja, okay, also das gibt halt Abzug. Aber wir kriegen dafür 27 gelbe Seelen und haben jetzt 217 gelbe Seelen. Nice, nice. War doch alles ganz cool. Für den First Try. Kann ich mit einem A-Rang leben. Verwende L2 in Valhalla, um den Astralklobus zu aktivieren und dann Viereck, um die Quest an sich zu wechseln und dann alle freigeschalteten Nebenquests anzunehmen. Das heben wir uns auf für die nächste Aufnahmereihe. Wir machen jetzt hier mit L2 nur noch Speichern. Wobei mich interessieren würde, muss ich die Quest, da steht es ja so, als würde man sie annehmen müssen. Und nicht aktivieren jetzt gleich. Warte mal, dann gucken wir vielleicht mal noch gerade rein. Wir müssen ja dann eh mit Odin reden das nächste Mal. Um herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Ah, ich kann jetzt nicht das Ding hier betätigen. Okay, dann haben wir gespeichert. Dann speichern wir hier unter dem Astralklobus PP Mobile. Ich gehe noch hinten auf meinen Thron. Nee. Sehr cool. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Freude und freut euch auch auf weitere Folgen. Valkyrie Elysium, euer Spooky4F. Macht euch einen schönen Tag. Über ein Like würde ich mich freuen. Bis dahin. Bye, bye, bye.